Hallo, hier ist wieder Ihre Denise von Casino-Plus-Bonus.com. Heute geht es um die Chester-Spins. Ich habe mich gerade gestartet und es kommt sofort, kommen die Chester-Spins. Hatte ich auch noch nie. Sofort, dass es losgeht. Also spielen wir gleich mal 10 Freispiele an diesem Spielautomat. Und das dürfte ein echt guter Gewinn sein. Also bei den Freispielen drei Chester-Symbole zu haben, da gibt es bis zu 500 mal den Einsatz zurück. Und siehe da, 66 Euro gewonnen. Ist doch eine tolle Sache. So, jetzt kommen weitere Freispiele. Zwei Symbole würden auch schon 50 Euro ergeben. Quatsch, Entschuldigung, 50 mal den Einsatz ergeben. Also hoffen wir mal, dass noch was geht bei den Freispielen. Die Chester-Symbole kommen ja. Also, aber es scheint dabei zu bleiben, obwohl jetzt die Kirschen zumindest noch mal. Nein. Gut. Dann hoffen wir jetzt auf die nächste Runde und siehe da, es klappt eben mal nicht. Es stehen immer noch die 66 Euro Gewinn da. Und wir warten jetzt mal kurz ab, ohne dass ich da viel erzähle. Also, das war's. Okay, der letzte Dreh in Freispielmodus macht einen Gesamtgewinn von 66 Euro. Gut, ist okay. Diese Chester Spins sind übrigens vom Red Tiger Gaming und werden teilweise auch Narrendrehs genannt. Red Tiger Gaming übersetzt viele Slots in die Landessprache. Also heißen die in Deutschland dann im Prinzip Narrendrehs. Und der Chester heißt eben der Narr. Also ob das sein muss, mag ich anzweifeln, ob man das unbedingt haben muss. So, zweimal bringt nichts. Es sind drei Walzen mit fünf Gewinnlinien, die sich hier kombinieren können. Es gibt hier keine großartigen Bonusspiele oder sonst was. Es ist halt so ein typischer Frucht-Symbol-Slot. Okay. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.